Gerard John Schäfer Jr. wurde am 25. März 1946 in eine katholische Familie in den USA geboren. Zu seinem Vater hatte er kein gutes Verhältnis. Als Teenager fiel er als Voyeur auf und tötete Tiere. 1964 schloss er die Highschool ab und ging auf ein College. Er heiratete auch in dieser Zeit. 1969 wurde er wegen völlig unangemessenem Verhaltens vom College geworfen. Ende 1971, mit 25 Jahren, ging er zur Polizei. Am 21. Juli 1972 nahm Schäfer während eines Streifendienstes zwei Anhalter im Teenageralter auf und verschleppte sie in einen abgelegenen Wald. Die Mädchen fesselte er an Bäume und stieß Drohungen aus. Der Polizeifunk störte ihn jedoch, also ließ er die beiden gefesselt zurück und schwor, er käme wieder zurück. Allerdings entkamen die beiden und gingen zur nächsten Polizeistation, der Arbeitsplatz von Schäfer. Als dieser in den Wald zurückkehrte und die Mädchen nicht vorfand, meldete er sich bei seinem Chef. Er habe versucht, den beiden jungen Leuten eine Lektion zu erteilen und sie von der Gefährlichkeit des Trampens zu überzeugen. Allerdings glaubte man ihm nicht und er wurde der Körperverletzung mit Freiheitsberaubung beschuldigt. Er stellte Kaution und wurde daraufhin freigelassen. Am 27. September 1972 entführte er zwei weitere Mädchen, 16 und 17. Beide wurden gefoltert, ermordet und vergraben. 3 Monate später wurde er für die erste Entführung zu einem Jahr Haft verurteilt, die er auch antrat. Seine zweiten Opfer jedoch wurden gefunden. Schäfers Wohnung wurde durchsucht. Zu groß die Ähnlichkeiten zwischen dem Doppelmord und der Entführung. In seinem Schlafzimmer fand man Texte voller Folter, Vergewaltigung und Mordfantasien. Auch fanden die Beamten Schmuck, Tagebücher und sogar Zähne, die mindestens 8 vermissten Frauen zuzuordnen waren. 1973 wurde Schäfer für diese Taten zu 2 lebenslangen Haftstrafen verurteilt. In der Haft beteuerte er allerdings immer wieder, gelinkt worden zu sein. Auch verklagte er Autoren, welche über seinen Fall schrieben. Am 3. Dezember 1995 fand man ihn erstochen in seiner Zelle auf.